Ich war schon so weit oben. Ey, das ist so witzig. Haben wir eigentlich noch überhaupt jetzt anständige Sachen? Oh, der war Move war gut, der Move war gut. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer PvP-Karte. Ich spiele die heute gemeinsam mit Spybye. Hallo. Mit LP mit Kev. Hallo. Und mit Weiß. Hallo. Zusammen spielen wir hier heute die Core-PvP-Map von Chaos Flow 44. Und ich bin mal gespannt, wie die Runde verlaufen wird, nicht wahr, Kev? Mach die Gay-Flosse. Die Gay-Flosse. Bei mir hast du wirklich eine stinknormale Hand. Nur bei mir, Kev, meine Hand selber ist irgendwie voll. Also eine Gay-Hand. Na, Schnecke. Ich bin normal. Na, Süßer. Na. Aber du hast eine stinknormale Hand bei mir, wirklich. Bei dir geht das so in normaler Geschwindigkeit, ja. Ist bei mir normal oder bei Ich sehe alle in Slow-Mo. Nee, du hast Slow-Mos bei mir. Verdammt. Kev ist der Einzige, der bei mir normal hat. Fünf. Was ist die Taktik? Vier. Taktik. Einfach. Es gibt keine Taktik. Immer rauf. Ja, eins. Das ist meine Taktik. Go. Oh, ich habe vier Spitzhacken. Ich pack die mal hier in die Truhe. Pack alle aus einer in den Truhe, genau. So, und dann heißt es hier erstmal schnell ganz viel Gold abbauen für Goldrüstung, für andere Sachen. Nicht für Goldrüstung. Ach, Kev, du bist schon hier. Ach, scheiße. Alter, wie kommt man jetzt hier raus? Du musst sie rausbauen, das ist ja ein Weg immer. Ach, scheiße, wie kommt man jetzt hier wieder zurück? Hä, wo bist du? Bist du schon in der Mitte oder was? Ja, ich sehe aber nicht. Dann. Ah, jetzt. Wir beiden alten Minenarbeiter hier. Schön das Gold abbauen. Wir sind welche Farbe? Rot, einfach rot. Mal die ganze Zeit. Pass auf, ne, hier kann man runterfallen in der Goldmine. Darfst du nicht. Das ist nicht erlaubt, Kev. Oh, dann bräuchten wieder dran. Mehr Items. Soll ich YOLO machen und schon mal versuchen rüberzukommen? Also ich geh jetzt auch direkt runter, da wird nicht lang geschnackt. Ja, ich baue hier schön gemütlich Gold ab. Ihr habt doch noch gar keine Waffen. Ja, YOLO. YOLO. Letztes Mal haben wir auch mit YOLO gewonnen. Natürlich, einfach rüber, irgendwann ist die Katze im Sack. Ich mache einen zweiten Weg noch links, dann. Und mehr Chancen. Blockverschwendung! Jo. So, okay, ich möchte auch mit rüber. YOLO! Bye, komm mit, Kollege. Komm einfach. Alle für YOLO. Alle rüber. So, da sind wir auf der Mittelplattform. Und von hier können wir an meine Abonnenten rüber auf die andere Seite. Wir haben so gut. Ja, hier ist Chaos, du Scheiße. Oh, der möchte auch YOLO machen. Komm rüber, Bye. Oh, Tim kommt. Der hat ein Schwert, der hat ein Eisenschwert oder so. Dann warten wir. Ja, okay, Eisenschwert? Ich hab noch Blöcke. Los, bau die rüber. Ich warte erstmal einen Moment. Lass auf. Ich plünder gerade deren Kiste erstmal hier. Nimm die Sachen doch mit. Aber wenn du die Kiste plünderst und die dich töten wollen, dann spring einfach aus der Welt und haben die Erzeugs nicht mehr. Stimmt, wir können die Sachen ja abbauen und wegschmeißen. Leute, blaue Rüstung, das sind wir getarnt. Nein. Keiner sieht mich. Hallo. Wir sind Team Blau. Warte, der bohrt sich gerade rüber. Ich versteck mich hier, damit er mich nicht sieht. Ja, ich versteck mich auch. Wahrscheinlich denken die, wir wären nur alleine. Was ich auch machen könnte, ich baue mich ganz tief runter und von ganz unten baue ich mich dann dahin. Darf ich hier meinetwegen die Schmiede abbauen für Holz? Ja, klar. Okay. Nein! Wo haben wir nicht. Achso, Werkbank erstmal bauen. Ich baue auch mal. Hol mal unsere ganze Rüstung hier. Ah, verdammt! Aber danke, YOLO, es geht weiter! Ich farm auch mal ein bisschen Gold, dann können wir uns auch mal bessere Sachen machen. Was? Gold farmen? Ich hatte letztes Spiel auch nichts und hab gewonnen. Nee, ich hab ja die ganze Zeit. So, ich hab mal ein Goldschwert in die Mitte gelegt. Zack. Leute, die haben sich ein Schwert. Mach dir kein Goldschwert, Gomme. Mach die Steinschwerter. Steinschwerter, aber. Stimmt. Ich hab hier ganz viele Goldschwerter aus der Mitte geholt. Und hier so, Alter, Schlag. Die haben die schlau. Die haben sich einen Schalter dran gebaut. Woran? Statt die Druckplatte in der Mitte bei den Blöcken. Ich meine, übelst schnell. Ich hab Tim kommt da oben. Der baut sich über die Luft rüber. Wir brauchen schnell mal den Bogen. Wo ist der Bogen? Den kann man doch hier hinten im Lager sind welche. In holt der Schmiede. Euch auch. In der Schmiede. Ja, stopp. Ich möchte. Nein. Oh, ich möchte auch. Komm mal los. Wir bringen ihn um. Macht ihr das mal? Meine Pfeile werden geblockt. Ja, das ist ja den Markt so letzte Runde. Es sieht nur so aus, aber es ist nervig. Jetzt hat die roten Inseln betreten. Na komm! Ich bin auf deren Insel. Ja, ich hab getroffen! Ist er down? Nein. Ah, jetzt baut er sich. Da ist er. Okay, schnell alle Sachen hier wieder rein. Und dann heißt es für mich rüber. Ja, die wollen mich, Mami, so ein Fort Knox, Alter. In einer Base. Ich hab mal ganz viele Invisibility-Tränke von uns gekauft.
Okay. Nein! Fast weggekillt. Egal, Attacke. YOLO. Immer rauf da. Das Ding ist, ich verliere. Wir haben es extra, baut sich weiter. Ich meine, ich plündere jedes Mal deren Kiste und nicht meine. Also wenn ich sterbe, brauche ich nur deren Items. Ich habe irgendwie die Angst, dass die irgendwann mit Unsichtbarkeitstränken rüberkommen. Ich habe ihn schon dreimal hintereinander getroffen jetzt. Ich hab ihn runtergehauen, Gomme. Ich bin hier oben bei uns. Gomme ist gar nicht mehr da hier. Was, wo war ich denn? Nee, ich bin... Ja, ich hab gedacht, du bist nur in der Base. Nee, bin ich nicht mehr. Gomme, ach, Pina, Pina, war Kiste, du bist da. Komm, Gomme. Ich nehm dir. Genau, ja, Achtung, da kommen, glaube ich, Gegner. Da sind Items. Oh ja, eine Rüstung. Oh, ich brauche Essen. Weiß, kannst du vielleicht ein paar Steinschwerter machen oder so? Ja. Könnte ich mal brauchen, dann gehe ich da mal hoch. Nein! Mir wird da gefallen, aber ich meine, es geht ja nur deren Rüstung verloren. Eben. Das ist so geil, ne? Oh Mann, ich werde hier abgeballert. Nimm am besten, wenn du bei deren Kisten bist, alles raus. Alles aus den Kisten nehmen. Ja, leicht gesagt. Weil wenn du runterfliegst, dann haben die einfach nichts mehr. Eben. Nein, ich spüre den Pfeil im Nacken, ich spüre ihn. Ah, oh, okay, ich hab mich aber gerettet. Komm, benutze den Schalter, da kannst du übelst schnell Items farmen. Ganz schnell, ich hab 2 Stacks ja von 3 Sekunden oder so. Pass auf, die sind alle auf der Insel, wo du auch gerade drauf bist. So, ich hab jetzt Steinschwert in die Truhe gelegt. Ja, das heißt, ich kann vorbeilaufen? Ist ja geil. Nee, die... Einer, also Chaosflow war vorhin auf der Insel, wo du gerade drauf bist und... Und ich komm einfach mit, komm. Rüber. Nein, ich bin auf dem Insel! Nein! Kaputt, mach's kaputt. Scheiße. Oh Mann, aber wie gesagt, die verlieren nichts. Und die können sich gar nicht konzentrieren. Ja, ich hab Tim mit runtergehauen, der hatte richtig gute Sachen. Nein, ja. Verloren. So, okay, und jetzt schnell wieder rüber. Jetzt aber schnell wieder rüber. Die Japaner das gemacht haben, diese Kamikaze-Technik, die geht immer auf. So, okay. Naja, Japaner haben trotzdem den Krieg verloren. Ja, aber ich denke mal, das Kamikaze-Konzept, das war schon effizient. So, jetzt muss ich auch die richtige Seite noch finden, okay, das ist das die falsche. Das waren ja Attentäter so, ne? Immer hier rüber. Einer nimmt einfach 2 mit. Das ist ja eine Attacke. Jolo, würde man sagen. So, schnell wieder rüber, ich bin gleich wieder bei denen. Ich bin bei denen, ich bin unsichtbar und laufe da gerade rum. Unsichtbar? Oh, wie viele Tränke hast du gekauft? Nur ein, oder? 3 nice, Stück. Nice. Ja, ich töte mich selber. Ich baue mich gerade hoch bei denen. Nein, die haben mich gesehen, Scheiße, Mann. Oh, ich war schon so weit oben. Ey, das ist so witzig. Haben wir eigentlich da überhaupt jetzt anständige Sachen? Oh, der war Move war gut, der Move war gut, der Move war gut. Ein bisschen Zeugs. Wir 10. Ich will mir mal einen Bogen, würde ich mir gerne gönnen. Nein, oh, aber ich hab Riol richtig fertig gemacht. Gold immer wieder. Ihr müsst immer wieder mal Gold farmen auch, weil sonst geht uns das Gold aus. Und Steine. Ja, weil ich kann nicht die ganze Zeit alleine farmen. Immer rauf da. So, ach, da hier liegt ja eh noch ein Steinschwert. Das hatte ich eben noch gemacht, schnell. Okay, ich versuche jetzt im Ghost mal mit ein paar Fläschchen gekauft, jetzt Attacke. Spielentscheidender Kamikaze-Angriff. Jo, ja, jo, jo. Muss aber mitzählen, 6. 3, 2, 1, 0. Ich enchant einfach mal noch einen Bogen. Ah ja, da vorne bist du, Kev, ich sehe dich. Das war meine Tür. Aber der Trank hält gar nicht mal so lange, Kev, ne? Ja, das ist das Problem, 20 Sekunden nur. Und du hast ihn jetzt schon aktiviert, eieiei. Ob das die richtige Entscheidung war? Ich hab 10 Tränke dabei. LOL! LOL! Übertreib mal! Nein! Nein, die ganzen Tränke, Kev, Alter! Er hat mich nicht gesehen. Er hat Lucky Shot gemacht, weil er gesehen hat, dass ich noch Unsichtbarkeit drüber will. Fuck. Aber wenigstens. Ah, schade, ich bin auch runtergefallen. Na gut. Wir brauchen mal. Dieser Kamikaze. Oh, ich möchte nur einen anderen Trick. Ich möchte mich mal von unten bei denen hinbauen. Ja, habe ich mir auch vorhin schon mal überlegt. Das ist, glaube ich, recht schwierig. Mach das mal. Das ist eigentlich recht effizient. Dann, ja, aber die können auch mit dem Pfeil einfach runterschießen. Nein. Ich sneak ja die Leute, ich möchte ja nicht, dass sie das wissen. Alle Frames sind weg, Leute. Das geht. So, dann, ich probiere es jetzt einfach mal. Brauche mal ein bisschen Rüstung noch, sonst bin ich zu schnell down. So, mit dem Schalter könnt ihr übelst Items farmen, ne? Aber übel. So, dann wünsche ich mir Glück. Ich versuche jetzt mal von unten. Mit dem Teleporter direkt. Okay. Ich baue hier einfach mal unsere Base noch ein bisschen raus. Ein bisschen ausgeglichener. Leute, da sehe ich einen blauen Spieler. MCX wird es da. Wo? Bei deren Druckplatten fahren. So. Gold. Oh, helf mir, nein, ich komme!
Ich hab. Nein, die Tränke! Nein! Schade. Nein, es ist alles runtergefallen. Ich konnte nur deine Spitzhacke retten. Ich hatte aber zum Glück nicht tausende von Tränken dabei. Bisschen Gold farmen wäre mal wieder nice. Ach scheiße, ich hab kein Essen dabei, fuck. Ja, ich hab eben Gold gefarmt. Ich hab ganz viel in die Ofen getan. In die Ofen! In die Ofen! In die Ofen! Also ich baue mich jetzt gerade. Ich hab mich bei deren Vorderinsel. Ich probier jetzt mal über den ehemaligen Weg von Tim zu bauen. Ah, genau, Leute, hier liegt ganz viel Zeug, hier ist mir runtergefallen, aber das ist gerade despawned in dem Moment, wo ich gekommen bin. So. Okay, ich bin bei denen auf der Vorinsel. Eieiei. Ich bin gerade auf unserer Vorinsel. Also, einer sollte am besten mal bei unserer Insel bleiben, weil ich probiere mal den Weg, wo Tim benutzt hat. Ja, Achtung, ich bin schon vorne. Also bleibt nur einer kurz hinten. Also, ich glaube, die haben es geschnallt, dass man diese Kamikaze-Technik, dass man irgendwer immer blocken muss. Wir müssen einfach einen zweiten Weg bauen, dass man links und rechts so Rocky Balboa dodgen kann. Aber der weiß nicht, wo der Eingang ist, der Chaco. Ich bin bei denen! Nein, mich hat jemand runtergehauen. Wehe, du failst jetzt, komm. Ja, ich bin. Und wo ist dann der Beacon-Block? Auf dem Turm. Ich bin gerade genau bei deren Turm. Ja, ich lenk die gerade ab, weil die denken, ich baue hier durch. So, ich fahre mir jetzt einfach mal stupide Gold ein bisschen. Ich baue mich hier gerade geschmeidig bei deren Turm hoch. Nice, so gefällt das doch. Ich lenk dir einfach wieder ab, dass ich vorne... Schön gemütlich hochbauen hier, ja. Ich bin gerade auf dem Weg hier von Tim und lauf den gerade in der Richtung. Oh, ich sehe hier einen Beacon-Block. Oh, er leuchtet plötzlich. Na, ob das wohl der Sieg sein kann? Oh! Ja, nein! Yeah. Und das war wieder die Kamisaka. Ja, Mann! Und der Turm ist natürlich in die Luft gegangen. Wunderbar, geile Runde, ey. Nice, wirklich sehr nice. Das war geil, Alter. Ach ja. Lol, auf dem Baumkasten ist eine Truhe. Alter, lol, da sind OP-Sachen drin. Da ist ein mit Protection 4 und so Zeug drin und. Ja, zeig mal. War's auf diesem Mega, auf dieser Tanne? Ja! Ja. Guck mal, da oben ist was. Schön von hinten hochgebaut, so mag ich das. Und da oben, oh, wie kommt man da denn hoch? Oh, Punch 2 Bogen und so. Oh, heftig. Nebelle Gold. Vielleicht. Ja, man heftig. Hätte auch irgendwie zwei Powerbögen zu einem Power-3-Bogen machen können. Das wäre auch heftig geworden. Naja, gut, das war auf jeden Fall eine gute Runde, finde ich. Herzlichen Glückwunsch. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben. Schaut auch bei den jeweils anderen vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Genau, haut rein und tschüss mit Ö.